9. November 1918, Lichtreichstag, schon in den Morgenstunden einem großen Heerlager. Arbeiter und Soldaten gingen ein und aus. Viele trugen Waffen. Mit Ebert und anderen Freunden saß ich hungrig im Speisesaal. Es gab wieder nur eine dünne Wassersuppe. Da stürmte ein Haufen von Arbeitern und Soldaten in den Saal, gerade auf unseren Tisch zu. 50 Menschen schrien zugleich: Scheidemann, kommen Sie mit uns. Philipp, du musst heraus und reden. Ich wehrte ab. Ach, wie viel hatte ich schon reden müssen. Du musst, wenn Unheil verhütet werden soll. Draußen stehen Tausende, die verlangen, dass sie reden. Scheidemann, komm schnell. Vom Schlossbalkon aus redet Liebknecht. Na, wenn schon. Nein, kommen Sie mit. Du musst reden. Dutzende redeten auf mich ein, bis ich mit ihnen ging. Die große Wandelhalle zeigte ein dramatisch bewegtes Bild. Gewehre waren in Pyramiden zusammengestellt. Vom Hofe herauf hörte man Pferde, Getrappel und Gewirr. In der Halle schienen tausend gleichzeitig zu reden und zu schreien. Wir gingen eiligen Schritts dem Lesesaal zu. Links und rechts von mir redeten meine Begleiter auf mich ein. Zwischen dem Schloss und dem Reichstag, so wurde versichert, bewegten sich ungeheure Menschenmassen hin und her. Liebknecht will die Sowjetrepublik ausrufen. Was? Nun sah ich die Situation klar vor Augen. Deutschland eine russische Provinz? Eine Sowjetfiliale? Nein, tausendmal nein! Kein Zweifel. Ja, jetzt die Massen vom Schloss her bolschewistisch oder vom Reichstag zum Schloss hin sozialdemokratisch in Bewegung bringt, der hat gesiegt. Ich sah den russischen Wahnsinn vor mir. Die Ablösung der zaristischen Schreckensherrschaft durch die bolschewistische. Nein! Nur nicht auch das noch in Deutschland nach all dem anderen Elend. Schon stand ich im Fenster. Viele Tausende von Armen reckten sich, um die Hüte und Mützen zu schwenken. Dann wurde es still. Ich sprach nur wenige Sätze. Arbeiter und Soldaten. Furchtbar waren die 4 Kriegsjahre. Grauenhaft waren die Opfer, die das Volk an Gut und Blut hat bringen müssen. Der unglückselige Krieg ist zu Ende. Das Morden ist vorbei. Die Folgen des Kriegs, Not und Elend, werden noch viele Jahre lang auf uns lasten. Die Niederlage, die wir unter allen Umständen verhüten wollten, ist uns nicht erspart geblieben. Unsere Verständigungsvorschläge wurden sabotiert. Wir selbst wurden verhöhnt und verleumdet. Die Feinde des werktätigen Volkes, die wirklichen inneren Feinde, die Deutschlands Zusammenbruch verschuldet haben, sind still und unsichtbar geworden. Das waren die Daheimkrieger, die ihre Eroberungsforderungen bis zum gestrigen Tage ebenso aufrecht erhielten, wie sie den verbissensten Kampf gegen jede Reform der Verfassung und besonders des schändlichen preußischen Wahlsystems geführt haben. Diese Volksfeinde sind hoffentlich für immer erledigt. Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Prinz Max von Baden hat sein Reichskanzleramt dem Abgeordneten Ebert übergeben. Unser Freund wird eine Arbeiterregierung bilden, der alle sozialistischen Parteien angehören werden. Die neue Regierung darf nicht gestört werden in ihrer Arbeit für den Frieden, in der Sorge um Arbeit und Brot. Arbeiter und Soldaten, seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst. Unerhörtes ist geschehen. Große und unübersehbare Arbeit steht uns bevor. Alles für das Volk, alles durch das Volk. Nichts darf geschehen, was der Arbeiterbewegung zur Unehre gereicht. Seid einig, treu und pflichtbewusst. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Schirendloser Jubel ertönte. Dann setzten sich die Massen in Bewegung nach dem Schloss. Die bolschewistische Welle, die am 9. November unser Vaterland bedrohte, war gebrochen. Die Deutsche Republik war in den Köpfen und Herzen der Massen lebendig geworden. Das deutsche Volk kann die Republik nach seinem Willen gestalten und ihr sozialen Inhalt geben. Denn die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Es lebe Deutschland, es lebe die Deutsche Republik.